Gehen wir mal zu dem Dokument. Jetzt mal Holz. Ach, habe ich voll. Ah, kann ich. Boah, verdammt, falsche Waffe. Ah, so direkt vor den Füßen. So. Ein Fell. Dokument ist irgendwo. Ach, da oben. Müssen wir hier raufklettern. So. Ah, das, oder? Nee. Ich dachte gerade, wenn wir ein Karten-Upgrade. Da ist das Dokument. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Okay, das wird anscheinend dann auch das letzte Dokument gewesen sein, was die Jagd betrifft. Würde ich jetzt mal vermuten. Kann ja mal hier noch hingehen. Auf unserer Jagd. Da ist das Reh. Ah. Wo ist es hin? Da hinten. Ich krieg dich. Da. Zack. Ich sag ja, ich krieg dich. Hä? Wo liegt es denn jetzt? War doch hier irgendwo. Verdammt! Warum sehe ich das nicht? Ist er jetzt hier nicht in den Bach gefallen, oder? Hä? Das war doch hier! Hallo? Reh? Sie ist hier in den Büschen und sie sieht es nicht. Ey, das finde ich jetzt nicht fair. Ich brauche doch die Felle. Ich bin doch hier sonst nicht. Was ist das? Nee. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren, wo es war. Aber ich meine, hier. Verdammt. Wo ist mein Reh hin? Wo guckst du sonst immer automatisch überall hin, Lever? Wo ist es? Doch hier irgendwo. Hier habe ich doch irgendwo geschossen. Hier so, ne? Ich glaube, da liegt es doch tatsächlich im Bach. Nein, und sie kann es nicht looten. Oh nee, verdammt. Auch wenn ich tauche nicht. Was soll das denn? Da liegt mein Fell.
Es hat bestimmt 100 Fälle. Verdammt. Was soll denn sowas? Ja, Kaninchen. Also Kaninchen sind hier echt verdammt viele. Nein, das ist nur ein Vogel. Nein. Dann gehen wir zu dieser Mission. Ist noch ein Vogel? Da ist noch ein Kaninchen. Richtig, fällt mir ja hauptsächlich mit Kaninchen voll. Aber vielleicht ist hier noch das eine oder andere Reh hier auch. Ich glaube, da ist eins. Ja. So, du fällst mir jetzt nicht in den Bach. Ja. Zwei Fälle. Da muss man sich mal überlegen. So, Kaninchen gibt mir schon teilweise zwei Fälle. Also das ist um einiges kleiner als so ein Reh. So, wir müssen da vorne hin für die Mission. Aber gleichzeitig mal gucken, ob nicht irgendwelche Tiere hier sind, die mir Fälle geben. Noch vorbeigelaufen. Verbündeter in der Nähe. Ja, sie hier. Die hat hier das mit den Drohnen. Was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Nahrung und Obdach für die Kampfunfähigen. Aus gedörrtem Wildschwein und Pilzen machen wir Notrationen. Es schmeckt besser, als es klingt. Aber ich schaffe es wohl nicht, genug zu sammeln. Wenn Sie ein Wildschwein finden und erlegen und auch die anderen Zutaten beschaffen könnten, hätten wir Nahrung für alle. Zumindest für einen weiteren Tag. Klar. Ja, natürlich. Ich warte hier. Und vielen Dank. Tja, Pilze habe ich schon. Wildschweinfleisch. Es ist natürlich ein bisschen blöd. Weil die ganzen Wildschweine habe ich schon. Aber die werden bestimmt auch respawned sein. Also es wäre sehr blöd, wenn nicht. Aber schade eigentlich, weil die Felle vom Wildschwein brauchte ich, glaube ich, nicht mehr. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Weil ich... Sie ist doch schon geduckt und das klingt auch schon ein bisschen komisch hier. Ich glaube nicht. Da ist irgendwo die Miezekatze. Am Fressen. Ja. Wo ist sie? Ja. Zack, zack. Oh, verdammt. Wo ist sie? Da. Na komm. Weil mich, habe ich mir schon gedacht, dass die mich auch wieder hier ist. Ja, sie hat die Waffe weggesteckt. Warum? Ist sie in der Höhle geflüchtet? Wenn, dann komme ich da zumindest nicht dran. Wo ist die Katze denn hin? So, jetzt habe ich meine Munition verballert und habe nicht mal was dafür. Aber wie schon vermutet, ist die auch wieder respawned. So, das Überlebensversteck wollte ich mir noch holen. Hier. Ich brauche ja noch ein paar Muttern und so ein Kram. Also nur diese Blätter. Da hatte ich, glaube ich, auch genug von. Oh, Kaninchen und Rehe sind hier wieder nicht. Die Wildschweine waren auf dieser einen Insel. Da. Da sind die Wildschweine. Tja, ja. Kaninchen, Rehe, wo seid ihr? Aber es würde mich wundern, wenn die hier unendlich respawnen,
Könnte man ja eigentlich sehr schnell einfach sich nur darauf einlassen. Ja, ich farm einfach alles ab hier. Gehen wir einmal hier rüber. Wo gehst du nicht weiter? Ich höre schon was. Ah, da sind die Wildschweine. So, hopp. Kommst du jetzt her? So, schauen wir mal, wie viel Fleisch wir überhaupt brauchen. Zack. Einmal. So, ah, die haben doch richtige Felle. Ha, dann müsst ihr ja. Dann will ich euch doch ans Leder. Die haben. Also nicht nur die Wildschweinfelle. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Okay, dann müsst ihr leider doch dran glauben. Wo sind die denn? Eins ist doch hier eben unterwegs gewesen. Waren auf jeden Fall vier und ich habe nur zwei. Sind die jetzt hier drin? Ist nichts. Ah, okay, Pilze kann ich jetzt noch keine aufsammeln. Eigentlich schade, weil ich ja jetzt vier Stück los hätte, aber da finde ich bestimmt auch schnell neue. Ah, verdammt, wo sind jetzt die restlichen? Da, ich habe eins. Da. So, habe ich dich. Das noch eins. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein Kopftreffer. Und da würde ich es dann direkt erlegen. Gut, das waren ja vier Stück. Zumindest habe ich eben vier gesehen. Welche wohl alle haben. Okay. Dann können wir ja die Quest abgeben. Dann haben die auch keinen Hunger mehr. Vielleicht noch irgendwo ein Kaninchen oder so. Ich denke mal, Rehe werde ich wahrscheinlich alle haben. Weil es natürlich auch gerade die Frage ist, wie viele Fälle ich jetzt schon wieder habe. Ein paar werden es ja sein. Wie läuft die Jagd? Ja, sehr gut sogar. Reicht das? Ja, ja. Dann werde ich das Fleisch mal dürren. Aber das müsste reichen. Vorerst. Nochmals danke, Laura. Ich habe gern geholfen. Neue Ausrüstung erhalten, Jägerin. Also ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Dass wir ihr jetzt die Pilze, aus denen wir Gifte machen, für unsere Pfeile, zum Essen geben. So, was hätten wir denn sonst noch hier so Schönes? Ach, da ist ja doch noch ein... Hätte ich mal vorher gucken sollen. Und da ist noch ein Münzversteck. Die Katakrypte, die haben wir gemacht. Hier ist ein Herausforderungsgrab. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Achso, das stimmt, das ist ja. Stimmt, das ist ja sogar das, was ich eben schon ganz halt sagte, dass ich machen will. Da ist auch noch ein Krypteeingang. Das finde ich nicht so wichtig. Da war noch ein Relikt. Noch ein Herausforderungsdingens. Oh, was ist das Überlebensversteck hier noch? Weil ich hier eh zu dem Lager. Und wo muss ich jetzt lang? Welche Richtung? Hier lang. Und jetzt wieder meine Bogen. Verstärken, dass er mehr Schaden macht. Dann können wir mal weiter gucken.
So, es war jetzt hier an der Seite vom Eingang, ne? Ja, ich laufe genau drauf zu. Da ist es. Zwei Fälle. Okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Und darauf. Ich finde aber noch komisch, dass hier jetzt auch der sagt, optional ist. Okay, das ist gar nicht mal so weit weg, ne? Das Wasser wird erst dann trinkbar sein, wenn wir flussaufwärts die Oh, hallo. Habt ihr Leichen immer noch nicht beseitigt? Ich erinnere mich, dass ihr das schon mal reportet. Macht ihr eigentlich den ganzen Tag? So. Mal Pfeile hergestellt. Können wir nochmal Hühner jagen. Okay. Ach so, zwei Federn hat schon gereicht. Ja, da brauchen wir nicht so viel von. Jetzt hier Waffen, Bogen. Brauchen wir eigentlich hierfür? Ja, Schaden. Und Verbesserungswerkzeug. Das haben wir noch nicht. Und natürlich wieder Felle. Haben jetzt wieder nur 11, ne? Also, da brauche ich echt so viel von. Pistole habe ich eigentlich auch schon sehr weit. So, Gewehr brauche ich jetzt diese Dinger da. Da Felle. Ja, Nachladegeschwindigkeit sehe ich jetzt nicht so das Problem drin. Dann haben wir hier auch nur Nachladegeschwindigkeit. Munitionskapazität. Munitionskapazität ist eigentlich. Brauchst du eigentlich immer. Ja, mache ich. Das brauchst du eigentlich immer. Dann brauche ich ja viele Muttern. Achso, die Pistole. Ja, die kann ich nicht. Aber ich kann andere Pistolen. Uzi zum Beispiel. Schussfrequenz, ergonomischen Griff und sowas. Aber die Uzi bin ich kein Fan von. Ich meine Pistole wieder nehmen. Da fehlt mir immer noch ein Teil für die schwere Pistole. Und die hätte ich, glaube ich, ne? Ja, ich denke doch. Die war das. Okay. Fälle werde ich hier jetzt nicht mehr wirklich welche bekommen. Können wir eigentlich. Federn brauchte ich keine. Ins Hallo. Grab gehen. Hi. Hier lang. Ich glaube, das war mit eines der ersten, wo es mir gesagt wurde dann, dass ich dann noch nicht hin kann. Eben kurz auf der Karte gucken. Okay, hier ist sonst nichts. Ein Dokument oder so. Ah ja, klar. Da sehen wir auch, warum wir das nicht konnten. Ah, okay, Pilze. Brauche ich keine neuen einsammeln? Weil ja den Schwunghaken nicht hatten. Das haben wir gebraucht. Ungepanntes Gebiet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Noch sehen wir gar nicht, wo wir hier hinkommen.